Ingo ist stark und durchtrainiert. Das zeigt der Varieté-Künstler den Zuschauern vor dem Hotel Die Sonne in Frankenberg. Bei Minusgraden und leichtem Schneefall demonstriert er seine Kraftakrobatik. Er lässt Stahlstangen im Kreis quirbeln und wirft Stahlkugeln in die Luft, als seien es leichte Bälle. Auch in Sachen Balance zeigt Ingo sich fit. Auf dieses Stahlgestell kommt sogar noch eine Kugel. Von Ketten lässt sich der starke Mann schon gar nicht einengen. Er sprengt sie aus eigener Kraft und wirbelt Ketten und Kugeln herum, als handele es sich um Seil und Kordeln. Das hält warm, trotz klirrender Kälte.